Wenn wir Menschen gefallen wollen, kann uns das unsere Nähe zu Gott kosten. Die Leute erwarten vieles von uns. Das Problem dabei ist, dass sie nicht auf das achten, was gut für uns ist, sondern was gut für sie ist. Wir können Gott unsere Schlachten schlagen lassen, indem wir eine enge, vertraute, persönliche Beziehung mit ihm aufbauen, zu der Jesus uns durch seinen Tod den Weg geebnet hat. Ich sage es immer wieder, Jesus starb nicht, um uns eine Religion zu geben. Er starb, damit wir Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, mit ihm, mit dem Heiligen Geist und miteinander haben können. Das Wort Intimität ist für manche Menschen beängstigend. Eine Frau, die in einer Beziehung verletzt wurde, fürchtet sich vielleicht vor Intimität. Manche Männer wiederum denken, dieses Thema sei Frauensache und schrecken davor zurück. Aber im Grunde bedeutet es nichts anderes als die Einheit oder Einigkeit mit Gott. Jesus sagt, mein Vater und ich sind eins. Ich tue, was ich ihn tun sehe. Ich sage, was ich ihn sagen höre. Wir müssen lernen, mit Gott eins zu werden. Einfach ausgedrückt heißt das, begrenzt Gott nicht auf die eine oder eineinhalb Stunden am Sonntagmorgen. Vielleicht besucht ihr auch unter der Woche noch einen Gottesdienst und lest jeden Tag ein paar Verse und betet 10 Minuten. Ich weiß es nicht, aber das ist ein Snack. Ihr könnt nicht von einem Snack leben. Ihr braucht gute, nahrhafte, vollwertige Mahlzeiten. Ihr müsst eine Gottgewohnheit entwickeln. Ihr müsst wissen, dass ihr es ohne Gott nicht schafft und dass ihr ohne ihn nicht seid. Ich bin nichts. Ohne ihn sind wir nichts. Je mehr Zeit ihr mit Gott verbringt, und damit meine ich nicht, dass ihr den ganzen Tag in einer Ecke sitzen und beten müsst. Ich meine damit, dass ihr Gott in jeden Bereich eures Lebens hineinlasst. Wenn ihr einkaufen geht, geht mit Gott. Wenn ihr zur Arbeit geht, geht mit Gott. Steckt ihn nicht in irgendeine religiöse Schachtel und glaubt, ihr könntet die anderen Bereiche eures Lebens ohne ihn bewältigen. Öffnet Gott euer gesamtes Leben. Lasst ihn an allem teilhaben, denn er interessiert sich für alles. Je enger eure Beziehung zu Gott ist, umso mehr fürchtet sich der Teufel vor euch. Für mich ist das ein wunderbares Geheimnis. Wir können viel Spaß dabei haben, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Wer würde nicht gerne Zeit mit Gott verbringen wollen? Ich meine, wer würde es nicht genießen, mit ihm zusammen zu sein? Wer das nicht will, bei dem stimmt etwas nicht. Gott kann alles, er weiß alles, er ist alles, er hat alle Macht, er liebt euch von Herzen und er will für euch sorgen. Je mehr Zeit wir also mit Gott verbringen, umso mehr Kraft bekommen wir und umso weniger achten wir darauf, was der Feind tut. Ich lese euch noch einen Vers vor, der das untermauert, und dann sprechen wir über ein weiteres Thema. Psalm 91, Vers 1. Wer an dem geheimen Ort des Höchsten wohnt, bleibt beständig und sicher im Schatten des Allmächtigen, dessen Macht kein Feind widerstehen kann. Der Teufel ist nicht größer als euer Gott, oder? Wenn ich fragen würde, wer von euch diese Beziehung mit Gott haben will, würden sicher alle Hände nach oben gehen. Deshalb frage ich gar nicht erst. Warum sieht die Realität so anders aus? Weil es auf dem Weg zu dieser engen Beziehung mit Gott Hindernisse gibt. Der Feind macht sich manche Dinge zunutze, die uns davon abhalten, diese Art von Beziehung mit Gott aufzubauen. Beachtet bitte, dass ich von Aufbauen spreche. Das bedeutet, dass etwas wächst. Ihr fangt irgendwo an, baut darauf auf und erreicht dann irgendwann das Ziel. Eins der Dinge, die euch dabei in die Quere kommen, ist eure Arbeit. Wir alle müssen arbeiten, sollten aber einen Mittelweg finden, weder Arbeitstier noch Faulpelz zu sein. Seid nicht faul, aber versinkt auch nicht derart in eurer Arbeit, dass ihr nichts anderes mehr tut. Oft geht es doch darum, Dinge zu besitzen, die man wahrscheinlich sowieso nicht braucht und die man auch nicht mitnehmen kann. Lasst uns daran denken, dass sich alles, was wir nach Hause bringen, bereits im Verfall befindet. Wenn euch Ausgewogenheit in eurem Leben fehlt, fahrt mal zu einem Schrottplatz und seht euch den Unrat an, der sich dort auftürmt, die Berge von rostigem Metall, den Schmutz, den Verfall. Und erinnert euch daran, dass all diese Dinge einmal der Traum eines Menschen waren.
Vielleicht haben sie für diesen Müll Opfer gebracht. Ihre Beziehung zu Gott, ihre Familie, ihre Gesundheit. Wir geben zu viel auf. Ein Pastor hat einmal eine Predigt mit dem Titel »Der teure Preis für ein billiges Hochgefühl« gehalten. Es ist erstaunlich, welch einen hohen Preis wir für ein kleines bezahlen. Wer von euch weiß, was ich damit meine? Wir kaufen das neue Hu und dann müssen wir einen Zweitjob annehmen, um das Hu bezahlen zu können, das mittlerweile gar nicht mehr so Hu ist. Jetzt ist das Hu zum Rrr geworden. Habe ich recht? Gut. Arbeit. Martha hatte ein Problem mit Arbeit. Sehen wir uns Lukas Kapitel 10 an. Wir beginnen mit Vers 38. Arbeit ist gut. Ich arbeite gern. Ich mag es nicht, nur herumzusitzen und nichts zu tun. Früher war ich ein Arbeitstier. Ich fühlte mich schuldig, wenn ich mich ausruhte. Wenn ihr euch schuldig fühlt, sobald ihr euch ausruht, seid ihr auch so ein Workaholic. Oho. Habt ihr mich gehört? Da habe ich wohl etwas aufgewühlt. Wenn ihr euch schuldig fühlt, sobald ihr euch ausruht, seid ihr ein Workaholic. Vielleicht denkt ihr, dass Arbeit das Einzige ist, was für Gott einen Wert hat, aber das stimmt nicht. Euch fehlt Ausgewogenheit. Wenn euer Leben nicht ausgewogen ist, öffnet ihr dem Teufel die Tür. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid ausgewogen, denn euer Feind, der Teufel, zieht umher wie ein brüllender, ausgehungerter Löwe und sucht, wen er ergreifen und verschlingen kann. Satan kann nicht jeden verschlingen, aber jeden, dessen Leben aus dem Gleichgewicht geraten ist. Was passiert, wenn ihr müde seid? Ihr werdet mürrisch und unleidlich, man kommt nur schwer mit euch aus, ihr wollt nicht beten, ihr seid nicht sensibel für die Bedürfnisse anderer, ihr hört Gottes Stimme nicht und ihr lasst euch von euren Gefühlen leiten. Müdigkeit kann uns in ernsthafte Schwierigkeit bringen. Wir wollen also arbeiten. Jeder sollte arbeiten. Wenn wir nicht arbeiten, werden wir unglücklich sein. Gott hat uns nicht dafür gemacht, dass wir nur herumliegen und nichts tun. Wir müssen arbeiten, wir sollten kreativ sein, wir sollten aktiv sein, aber wir brauchen Ausgewogenheit. Und ich wage zu behaupten, dass hier mehr als nur ein paar Leute sind, deren Leben aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ihr seid Arbeitstiere, aber ich muss euch loben, ihr habt euch lange genug freigenommen, um hierher zu kommen und euch von mir sagen zu lassen, dass ihr es mit der Arbeit nicht übertreiben sollt. Ich brauchte lange, um zu lernen, wie man sich ausruht. Ich arbeitete immer, aber Menschen, die immer arbeiten, beklagen sich auch ständig darüber, dass sie immer arbeiten. Wenn ihr euch also darüber beklagt, dass ihr immer arbeitet, bedeutet das, dass ihr Workaholics seid. Nebenbei gesagt, niemand kann euer Gejammer mehr hören, weil ihr selbst schuld daran seid und weil ihr nur Aufmerksamkeit haben wollt. Ihr tut es, damit ihr euch wertvoll fühlt und das bedeutet, dass ihr euren Wert nicht aus eurer Beziehung zu Gott bekommt, wie es sein sollte. Ihr müsst aus dem Wissen heraus arbeiten, wer ihr seid und nicht, um dies herauszufinden. Ich sage das nochmal, ihr müsst aus dem Wissen heraus arbeiten, wer ihr seid und nicht, um das herauszufinden. Als ich mit dieser Arbeit anfing, war ich unsicher. Ja, ich hatte eine Bestimmung, aber ich musste über die Jahre hinweg noch vieles lernen. Ich hatte eine Bestimmung, aber ich war gleichzeitig unsicher. Deshalb gab es in meinem Leben diese Mischung aus Ehrgeiz und Bestimmung. Glücklicherweise konnte Gott das im Laufe der Jahre korrigieren. Je reiner eure Motive sind, umso kraftvoller werdet ihr sein und umso mehr tut ihr das, was ihr tut, aus den richtigen Gründen. Gott ist weniger daran interessiert, was wir tun, als daran, warum wir es tun. Als ich begann, Vorträge zu halten, bezog ich einen großen Teil meines Wertes aus dem Applaus des Publikums. Aber das ist lange her. An meinem nächsten Geburtstag werde ich 69, das bedeutet, in 18 Monaten werde ich 70. Könnt ihr das glauben? Im Ernst. Ich muss die Dinge nicht tun, um irgendjemanden zu beeindrucken. Ich war überall und habe alles getan. Es ist so befreiend, sagen zu können, dass ich nicht versuche, irgendjemanden zu beeindrucken.
Ich arbeite aus dem Wissen heraus, wer ich bin und dass Gott mich liebt. Ich tue das, weil ich von ganzem Herzen glaube, dass es das ist, was Gott von mir möchte. Ich tue es für ihn. Wenn ihr bei eurer Arbeit an diesen Punkt gelangt, seid ihr frei, alles zu genießen, was ihr tut. Jedenfalls genieße ich, was ich tue. Ihr werdet schockiert, wenn ihr wüsstet, wie viele Menschen heute hier sind, die ständig beschäftigt sind zu arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und wenn man sie fragt, ob sie es gerne tun, sagen sie nein. Was für einen Sinn hat es, wenn ihr euer Leben damit verbringt, etwas zu tun, das ihr hasst? Lukas 10, Vers 38. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Sie sah eine Gelegenheit und ergriff diese sofort beim Schopf. Wisst ihr, es ist gut, einen Plan zu haben, aber wir müssen immer bereit sein, unseren Plan über Bord zu werfen, wenn Jesus auftaucht. Es ist gut, einen Plan zu haben. Ich bin ein Mensch, der immer alles plant. Aber ihr müsst euch von Gott unterbrechen lassen, wenn er es will. Tragt bitte kein Bitte-nicht-stören-Schild um den Hals. Lasst Gott bestimmen, welche Wendung euer Leben nimmt. Jesus kam also in die Stadt. Ich weiß nicht, ob sie wussten, dass er kommen würde, es hört sich nicht danach an. Und plötzlich kam er, oh, Jesus ist da, Maria, ergriff die Gelegenheit sofort beim Schopf und setzte sich zu seinen Füßen, um ihm zuzuhören. Martha dagegen mühte sich, wer von euch sieht das? Martha mühte sich, sie war abgelenkt. Was verhindert eine enge Beziehung mit Gott? Wir sind so abgelenkt durch Dinge, die wir glauben, tun zu müssen. Viele davon müssten wir gar nicht tun. Wir sind jedoch süchtig nach geschäftiger Aktivität. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Seht ihr, sie arbeitet und beklagt sich drüber. Hört ihr mir zu? Sieh nur, wie schlecht ich behandelt werde. Maria sitzt zu deinen Füßen und hat eine gute Zeit. Ich hingegen muss die ganze Zeit Arbeit tun. Ich frage mich, wie oft mein Mann und meine Kinder diese Sätze früher gehört haben. Ich tue hier die ganze Arbeit. Ihr spielt nur und habt eine gute Zeit, während ich euren Dreck wegputze. Ihr sagt, aber genau so ist es. Nun, warum nehmt ihr euch nicht einfach ein bisschen Zeit, habt Spaß mit eurer Familie und sagt, okay, und jetzt übernehmen wir alle einen Teil der Arbeit, nicht nur ich. Oft ist es doch so, dass wir zwar nach Hilfe verlangen, aber sie in Wirklichkeit gar nicht haben wollen, weil es sowieso niemand so gut kann wie wir. Okay, zurück zu unseren Versen. Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Würdest du mir bitte sagen, dass sie aufhören soll, dir zuzuhören und mir stattdessen helfen, das Haus zu putzen? Sag ihr, sie soll mir zur Hand gehen. Der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, meine liebe Joyce, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Nun, wir alle wollen arbeiten, aber ich glaube, dass einige von euch ihre Prioritäten neu ordnen müssen. Das gilt auch für alle, die jetzt im Fernsehen oder übers Internet zusehen. Die Leute fragen mich immer, wie schaffst du es bei all der Verantwortung, die du trägst, deine Prioritäten beizubehalten? Ich kann euch sagen, wie ich das schaffe. Ich arbeite ständig daran. Es passiert so leicht, dass unsere Prioritäten durcheinander geraten, ganz einfach deshalb, weil so viele Anforderungen und Erwartungen an uns gestellt werden. Aus diesem Grund solltet ihr euch regelmäßig Zeit nehmen und eine Bestandsaufnahme machen. Überlegt euch zum Beispiel am Ende der Woche, was ihr die ganze Woche über getan habt und fragt euch, was von alledem war nutzlos und hat keine Frucht gebracht, sodass ich mir die Mühe hätte sparen können. Wenn ihr euch ein wenig Zeit nehmt, alles noch einmal zu überdenken,
werdet ihr die Dinge in der nächsten oder übernächsten Woche nicht wieder tun. Wir müssen ständig daran arbeiten, unsere Prioritäten zu ordnen. Ich glaube nicht, dass sie sich je von selbst richtig sortieren. Und wenn ihr älter werdet und euer Leben sich ändert, müssen sich eure Prioritäten ändern. Das Leben verändert sich ständig. Lasst uns Philipper 1, Vers 10 ansehen. Damit ihr lernt, worauf es ankommt, und schätzt, was ausgezeichnet und von wahrem Wert ist, dass ihr erkennt, was das Höchste und Beste ist. Tut nicht nur, was gut ist, sondern findet heraus, was das Beste ist. Und die moralischen Unterschiede erfasst. Wir müssen lernen, das Höchste und Beste zu erkennen. Wisst ihr, wir haben einen, ich weiß nicht, wie ihr das nennt, aber wir haben einen digitalen Videorekorder, auf dem man Programme aufnehmen kann und speichern kann. Hinterher kann man die Sendung ihrer Wichtigkeit nach ordnen. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Ab und zu sehe ich mir an, was wir alles aufgenommen haben und ordne es nach meinen Prioritäten. Ich sage mir, ach, das hier interessiert mich nicht so sehr, das kommt jetzt ganz nach unten. Und am nächsten Tag denke ich vielleicht, das gefällt mir überhaupt nicht, ich lösche es. Und dies sollte die Nummer 1 sein und das jetzt die Nummer 2. Das ist wirklich cool, denn wenn einem etwas nicht gefällt, kann man die Reihenfolge einfach ändern. Dasselbe gilt für unser Leben. Ihr müsst nichts weiter tun, als euch ein bisschen Zeit zu nehmen und euch zu überlegen, bin ich zufrieden, bin ich erfüllt, habe ich das Gefühl, in meiner Beziehung zu Gott zu wachsen, helfe ich anderen Menschen? Fehlt euch die Zeit, für andere ein Segen zu sein, sind eure Prioritäten völlig durcheinander geraten. Ihr müsst euch die Zeit nehmen, anderen zu helfen. Ihr müsst es bewusst tun. Es spielt keine Rolle, ob ihr euch danach fühlt oder nicht. Das ist ein Teil dessen, wofür wir bestimmt sind. Liebt Gott, liebt euch selbst, liebt andere. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. 1. Johannes 5, Vers 21. Liebe Kinder, hütet euch vor den Götzen, vor falschen Göttern. Mit Götzen sind hier keine kleinen Statuen gemeint, vor denen die Leute sich niederbeugen. Ich bezweifle, dass hier jemand ist, der das tut. Aber das bedeutet nicht, dass niemand von uns Götzen in seinem Leben hat. Haltet euch von allem und jedem fern, das den Platz in eurem Herzen einnimmt, der Gott gehört, von jeder Art Ersatz für ihn, der in eurem Leben den ersten Platz einnimmt. Gott fordert den ersten Platz. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Arbeit ist etwas Gutes. Aber auch etwas Gutes kann uns von Gott fernhalten. Jede Form von Unterhaltung kann die Beziehung zu Gott beeinträchtigen. Wir scheinen geradezu süchtig nach Entertainment zu sein, und das wird immer schlimmer. Die meisten Menschen verbringen, abgesehen von ihrer Arbeit, mehr Zeit damit, sich unterhalten zu lassen, als mit irgendwelchen anderen Dingen. Grundsätzlich ist an Unterhaltung auch nichts auszusetzen. Wisst ihr, ich versuche jeden Tag ein bisschen Spaß zu haben, wenn es irgend möglich ist. Das gehört zur Ausgewogenheit dazu. Wir sollten Gott preisen, wir sollten arbeiten, wir sollten ruhen und wir sollten spielen. In diesen vier Bereichen muss Ausgeglichenheit herrschen. Lobpreis, Arbeit, Ruhe sowie Spaß und Spiel. Wir brauchen also Unterhaltung, aber oft arbeitet ihr den ganzen Tag und am Morgen, bevor ihr aufgebrochen seid, habt ihr nur ein kleines bisschen Zeit darauf verwendet, mit Gott zu reden. Und dann wurdet ihr von allen möglichen anderen Dingen in Anspruch genommen. Ich weiß, wie das ist. Ich ertappe mich manchmal selbst dabei. Man ist den ganzen Tag beschäftigt. Sobald man nach Hause kommt, ist man müde und möchte sich nur ein klein wenig unterhalten lassen. Ich verstehe das. Aber was wäre, wenn ihr euch, bevor ihr das tut, eine halbe Stunde Zeit nehmen würdet, wenn ihr euch etwas Kaltes oder etwas Heißes, was immer ihr mögt, zum Trinken holen und euch einen ruhigen Ort suchen würdet? Es ist doch so, wir brauchen Stille. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Lärm bedeutet Ablenkung. Nehmt euch einfach ein Buch, das euch gefällt, in dem etwas über Gott steht, ein gutes Andachtsbuch oder die Bibel. Nur 30 Minuten. Sprecht mit Gott über euren Tag. Weißt du, Herr, ich hatte einen ziemlich harten Tag. Es tut mir leid, dass ich zu beschäftigt war.
Mir ist jetzt klar, dass ich mich in ein paar Dinge verstrickt habe, die ich gar nicht hätte tun müssen. Herr, vergib mir bitte. Ich liebe dich. Ich brauche dich. Hilf mir, geistlich zu wachsen. Hilf mir, so zu sein wie du. Diese 30 Minuten werden vergehen wie im Flug. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, noch ein bisschen unterhalten lassen. Aber wir sollten uns von unserem Bedürfnis nach Entertainment nicht davon abbringen lassen, Gott den ersten Platz in unserem Leben einzuräumen. Die Unterhaltungsindustrie verdient sich eine goldene Nase. Selbst Kinder sind schon süchtig danach. Das Leben hat sich seit meiner Jugendzeit sehr verändert. Ich ging in die Schule, danach arbeitete ich, dann kam ich nach Hause, machte meine Hausaufgaben, half im Haushalt, ging ins Bett, stand am nächsten Morgen wieder auf und alles begann von vorn. Vielleicht durfte ich am Wochenende eine Sache machen, die man als Unterhaltung bezeichnen könnte. Das war normal, so lebte man damals. Aber heute verbringen Kinder mehr Zeit damit, sich zu amüsieren, als mit irgendetwas anderem. Fühlt ihr euch manchmal wie Vollzeitchauffeure, die ihre Kinder ständig von einem Ort zum anderen fahren? Kinder sollten einbezogen werden, aber meiner Meinung nach brauchen sie nicht überall mitzumischen. Ich denke, wenn eure Kinder alt genug dafür sind, solltet ihr ihnen einige Aufgaben übertragen. Aber weißt du, es ist schwierig. Sie müssen zum Fußball und machen dieses und jenes und Hausaufgaben haben sie auch noch. Aber wisst ihr was? Arbeit ist wichtiger als Fußball. Unser jüngster Sohn ist jetzt 31 und gestern sagte er zu mir, ich bin so dankbar, dass du und Papa mich dazu angehalten habt, zu arbeiten. Wisst ihr warum? Weil er viele Leute in seinem Alter kennt, die nicht in der Lage sind, ihr Leben zu meistern. Ihr müsst eure Kinder diese Dinge lehren. Ihr seid nicht gemein zu ihnen, wenn ihr sie dazu anhaltet, sich einen Job zu suchen und sich etwas Geld zu verdienen. Solange ihr euren Kindern alles gebt, werden sie den Wert der Dinge nicht so schätzen, als wenn sie sich selbst etwas verdienen müssen. Und dann sind sie plötzlich 21 und stellen jede Menge Ansprüche. Doch dafür sind dann wir verantwortlich. Wir sind die Eltern. Oder? Vielleicht müsst ihr ein paar Änderungen vornehmen. Oder? Es würde vermutlich niemandem schaden, wenn ihr ein wöchentliches Familientreffen einführt, bei dem ihr euch über Gott unterhaltet. Lasst Gott Teil eures Familienlebens sein. Aber seid nicht zu gesetzlich und verwandelt euren Kindern gegenüber nicht alles in etwas Geistliches nach dem Motto, du kannst dieses nicht tun, du kannst jenes nicht tun, du kannst dieses und jenes nicht tun, kämme dein Haar nicht so, lege diesen Ohrring ab, böbe. Ich sage euch etwas, viele der Dinge, die wir als Teenager getan haben, sind unseren Eltern genauso dumm erschienen, wie uns manches dumm erscheint, was unsere Kinder heute tun. Ah, noch ein halbherziger Applaus, danke. Okay, eine weitere Sache, die euch eure Zeit mit Gott stehlen kann, sind die Ansprüche, die andere an euch stellen. Das ist wirklich ein großes Thema. Wenn wir Menschen gefallen wollen, kann uns das unsere Nähe zu Gott kosten. Die Leute erwarten vieles von uns. Das Problem dabei ist, dass sie nicht darauf achten, was gut für uns ist, sondern was gut für sie ist. Und wisst ihr was? Sie wollen uns nicht schlecht behandeln. Es ist nur so, dass grundsätzlich jeder selbstsüchtig ist, solange er nicht ständig dagegen ankämpft. Wir benutzen andere Menschen, um unsere Freude zu steigern, wenn sie es zulassen. Und andere Menschen tun dasselbe mit uns, wenn wir es zulassen. An dem Wort Nein ist nichts verkehrt. Jedes Mal, wenn ihr Nein zu jemandem sagt, der ein Ja hören will, wird ihm das für eine gewisse Zeit nicht gefallen. Aber Menschen, die euch wirklich lieben, werden nicht versuchen, euch zu beherrschen. Sie werden wollen, dass ihr die Entscheidungen trefft, von denen ihr glaubt, dass sie für euch am besten sind und nicht für sie. Ich habe das Gefühl, dass manche von euch viel mehr Zeit für Gott haben könnten, wenn sie nur einige Verpflichtungen aufgeben würden. Hört auf mit den Dingen, die ihr hasst und die ihr nicht tun wollt, für die Gott euch nicht befähigt hat, die keine Frucht bringen.
und von denen ihr tief in eurem Inneren nicht glaubt, dass sie Gottes Wille sind. Tut Dinge nicht deshalb, weil ihr euch davor fürchtet, jemanden zu verärgern oder seine Gefühle zu verletzen. Aber weißt du, sie erwarten das. Nun, was ist mit Gott? Wo ist er in der Liste der Ansprüche und Erwartungen, die an euch gestellt werden? Er verlangt von uns, dass wir ihn an die erste Stelle setzen. Er sagt uns, wenn du mich in deinem Leben nicht an die erste Stelle setzt, wird auch nichts anderes funktionieren. Fällt euch ganz spontan etwas ein, das euch eure Zeit stiehlt, aber das ihr trotzdem tut, weil jemand anders es von euch erwartet oder fordert? Meldet euch doch mal. Meine Güte. Es ist gut zu wissen, dass ich den richtigen Vortrag für das richtige Publikum habe. Es gefällt mir, was Paulus in Galater 1, Vers 10 sagt. Ich liebe es. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Ich liebe das. Meistens könnt ihr nicht gleichzeitig die Bestimmung Gottes für euer Leben erfüllen und beliebt sein. Manchmal werdet ihr ein paar Freunde verlieren, um einige echte Freunde zu gewinnen. Ich glaube, die meisten von uns wollen Gott in ihrem Leben an die erste Stelle setzen, aber vielleicht tun sie Dinge, die sie daran hindern. Wir alle tun das. Sehen Sie, was Sie davon abhält, Gott an die erste Stelle zu setzen, und ordnen Sie Ihre Prioritäten neu. Wir sind so dankbar dafür, dass wir Menschen helfen dürfen, ihre Lebensqualität zu verbessern. Es steigert ihr Selbstwertgefühl, und ich glaube, das ist es, was Gott für jeden von uns möchte. Es ist so schön, Menschen mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Bei mir zu Hause habe ich sauberes Wasser, und das ist ein Segen für mich. Das möchte ich auch anderen ermöglichen. Wasser, das Kinder nicht krank macht und das nicht verschmutzt oder verunreinigt ist. Ich danke Ihnen, dass Sie uns dabei helfen und sich gemeinsam mit uns dafür einsetzen. Gott möchte, dass wir Menschen in Not helfen und ihnen dadurch zeigen, wie sehr er sie liebt. Ganz gleich, ob diese Menschen nebenan wohnen oder am anderen Ende der Welt. Wenn jemand in Not ist, sollten wir uns zusammentun und einfach helfen. Hand of Hope gibt hungrigen Kindern zu essen, ermöglicht medizinische Behandlungen und rettet Frauen und Kinder aus dem Menschenhandel. Vielen Dank, dass Sie mitmachen. Manches kann so lästig sein. Schuldgefühle, Selbstmitleid oder Grübeleien. Schluss damit! Jetzt gibt es eine DVD von Joyce Meyer. Wie man Unsicherheit und Schuldgefühle überwindet. Bestellen Sie die Doppel-DVD, wie man Unsicherheit und Schuldgefühle überwindet, jetzt. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch. Unter 040 88 88 411 11.